as the other clan had strayed and disbanded. A merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sind wieder mal im Durchgenudelt von Mark of the Ninja, mittlerweile dritte Folge. Und wir wissen auch, was zu tun ist. Da unten läuft nämlich unser erstes Opfer. Ob es will oder nicht. Und wir schauen jetzt mal, wie wir den geschickt erledigen. So wie bisher im Grunde. Also muss ich nicht weiter darauf eingehen, was ich damit meine. Komme ich da nicht hoch? Nein. Okay. Aber hier komme ich durch. Da habe ich einen und einer, der läuft. Weiterhin habe ich da oben einen Durchgang. So, wenn ich mich jetzt nicht komplett ungeschickt anstelle, könnte ich darüber springen. Ich habe gewisse Sorge, berechtigterweise. Aber es ist nicht nötig. Wir gucken erstmal, was hier Sache ist. Wow, du sollst an die Wand. Okay, guck, jetzt komme ich hier doch hoch. Nur nicht auf den Weg, wie ich es ursprünglich wollte. So. Ein Artefakt. 500 Punkte. Wie viel brauchen wir? 23.000 und wir haben leicht mehr als die Hälfte. Das ist echt. Mir fehlen die Worte. Okay, da ist nichts mehr. Wir gucken hier rein. So, dreht er sich? Dreht er sich nicht? Ich hoffe es nicht. Mache ich Lärm? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich möchte erst dorthin. Das macht Lärm. Ich möchte jetzt, wenn ich hier runterfalle, nicht wieder zu nah dran sein. Habe ich jetzt hier das konkrete Zeichen, ja? Ich halte gedrückt. Also. Weiß ich nicht, warum das vorhin nicht funktioniert hat. So, wir holen uns den Typen hier und verstecken ihn natürlich. Für 250 Punkte. Und dann haben wir nach wie vor die Situation hier. Ah ja, hier sehe ich offenbar das Rätselslösung. Alles klar. Der kommt zurück. Wunderbar, wunderbar. Ha, sogar noch unbemerkt für die Distanz. Wie ich da stehe. Wie ein strammer Bursche. Der Kopf, der ist stabil daran befestigt, ne? Lenken wir ihn ab. Dreh dich um. Genau. Genau so. Sehr gut. Das machst du echt gut. So. Dich verfrachten wir hier nach unten. Dich verfrachten wir ebenso nach unten. Was haben wir unten nochmal? Ah, oh, das hätte ich ja beinahe übersehen. Ah, da bin ich noch gar nicht gewesen. Okay. Oder haben wir das in der letzten Folge schon geholt? Nee, kann nicht sein. Ich habe ja nicht neu geladen. Das ist alles eine Session. Ich hocke hier immer noch mit Maus und Tastatur, wie man unschwer erkennen kann. Gucken, ob ich das nicht doch noch mit dem Controller ausprobiere. So. Ab hier rein. Da oben waren wir. Da waren wir auch. Da kommen wir her.
der Meister. Das weiß ich jetzt eindeutig. Time for the old man to retire, boys. Das war ein wenig asynchron. Glücklicherweise läuft das jetzt nicht auf Zeit. Ich möchte es hoffen. Weil ich möchte mich... Nein, ich habe hier schon alles. Ich wollte schon sagen, ich möchte mich umgucken. Oh, guck mal, der dreht sich um. Ich meine, wenn es sich schon anbietet. Oder? Ich meine, er ist ein Meister. Der hält schon einiges aus. Und es gibt den Umweg hier, also da komme ich nicht durch. Da auch nicht. Ach ja, für alle die es nicht wissen sollten. Ich habe einen leichten chronischen Husten, also stört euch nicht daran. Dürfte in anderen Folgen schon aufgefallen sein. Nicht wundern. Geh runter! Es hat nicht funktioniert. Ich hatte das Symbol. Ich hatte das Symbol. Das habe ich gesehen. Sonst hätte ich nicht gedrückt. Oder ich muss mit dem Cursor genau auf die Figuren. Ich glaube, das ist das Rätselslösung. So. Du musst noch einen Moment warten, ich muss das von dir Gelernte erst anwenden. Danke. Ja, ich weiß, es tut weh, aber das hältst du schon aus, nicht wahr? Du bist doch mein Meister. Oder? Oder nicht? Na, okay. Ich will mal nicht so sein. 500 Punkte und eine Errungenschaft. Erwacht. For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. I foresaw this day would come. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost. Ja. Also, wer kann da schon meckern, ne? Level vollständig. Unentdeckt Bonus, abgelenkt Bonus, kein Alarm ausgelöst, keine Feinde getötet. Ach was, ich habe doch vorhin erst mir Gedanken dazu gemacht, soll ich die Leute killen, um Punkte zu kriegen, oder soll ich es lassen? Okay, so Retter an Ninjas haben wir, die Gongs haben wir nicht. Sei, ohne entdeckt zu werden. Ja, okay, das haben wir schon festgestellt. Ehre. Ah, okay, das ist Ehre. Stolze 19.000 statt 23.000. Also das muss im nächsten Level besser sein. Fürs nächste Level. Ich weiß nicht, keine Feinde getötet. Geht das überhaupt? Ich muss ja diese Ninjas da retten. Da weiß ich noch nicht, ob ich das machen will. Rollen. Okay, das sind diese Skripte. Dann gehen wir mal ins nächste Spiel. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ing and of the champions who came before you. Before the restoration, as the other clans strayed and disbanded.
A merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to protect. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Okay, du hast nichts zu sagen? Wunderbar. Ja, das scheint mir nicht so zu sein, wie anfangs angedacht, als ich es mit Ip Man verglichen habe. Umgeh das Büro. Karte und Aufgaben ansehen. Das scheint mir mehr so gegen Kulturclash. Also vielmehr moderne und traditionelle. Offenbar haben unsere Gefährten hier ein Problem mit der Moderne. Oder diese mit uns. Wer weiß. Umgeh das Büro. So, zerstöre mindestens 20 Lampen. Alles klar. Erreiche den Transformator in weniger als eine Minute. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Erreiche die Spitze des Turms, ohne dabei entdeckt zu werden. Diesmal scheint es in die Höhe zu gehen. Ich meine, wir haben vorhin den Tower gesehen. Oh. Okay. Tja. Alles sehr undurchsichtig bis jetzt. Selbst wenn ich reinzoome, ändert das nicht. Dann wollen wir mal. So, wie war das? Mit 20 Lappen in einer Minute den Transformator. Die Spitze des Turms, ohne entdeckt zu werden. Ich nehme an, ich kann runterfallen und dann bin ich tot. Oder kann ich runterklettern? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte gerne wissen, ob ich da unten ein Achievement bekomme. Ich habe aber meine Zweifel. Oh. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich ausprobieren möchte, ob ich da dran hängen bleibe. Ich bleibe nicht dran hängen. In einer Minute. These buildings are protected by high-tech tripwires, but you can wreck them all with a simple bamboo dart. Ah, okay. Die bleiben auch aus? Die bleiben auch aus. Was war das Grüne hier gerade? Okay. Sonst kann ich mit denen nichts anfangen. Nein. Ja, das ist doch schon hier ziemlich cool. Jetzt bekommt das Schleichen nochmal einen ganz anderen Charakter. Jetzt werden wir nämlich zum Einbrecher. Ah, okay. Das sind die Stromleitungen. Ich verstehe. Ist ja schick, dass ich dann hier extra raus muss. Okay, wir sehen hier. Wir können uns dahinter verstecken. The main transformer should be nearby. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Okay, jetzt ist die Distanz offenbar so groß, als dass ich da rüber switchen könne. Jetzt, wo man es mal braucht. Da komme ich nicht durch. Und wir gehen hoch. Oh oh. Ich dachte gerade, ich wäre entdeckt worden. Ah, okay, ich verstehe.
dirigieren auf Bewegung meiner Kontrahenten. Alles klar. Dann warten wir, bis der Typ kommt. Ist natürlich die Frage, ob wir, wenn wir den killen und den mit uns ziehen, mit uns herumziehen, watch. The alarm switch off when the guard walks past them. Das möchte ich doch mal gerade ausprobieren. In der Hoffnung, dass es funktioniert, denn sonst haben wir ein Problem. Or when he's dragged past them. Das hättest du mir aber auch vorher sagen können, gute Frau. Nein, du sollst da runter. Genau. So, da gibt es offenbar nichts mehr. Dann folgen wir ihm. Langsam geht es voran. Ich würde ja gerne wissen, wie er das macht. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er bis nach da vorne läuft. Nein, tut er nicht. Wohin führst du? Nirgendwohin, oder wie? Ah, okay. Wunderbar. Da kann ich aber ziemlich weit gucken, stelle ich gerade fest. Das ist gut zu wissen. So, jetzt warte ich, bis ich diese Deckung hier weg bin. Ja, man gewöhnt sich langsam an diese. Oh, okay, das funktioniert tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte nur die Bewegenden reagieren darauf. Okay, jetzt kann ich natürlich auch hochgehen. Dann gehen wir hoch. Dann hole ich mir die Punkte. Wie viele brauche ich eigentlich diesmal? Weniger, glaube ich, sind es, oder? Und runter. Nein, nicht du. Also wenn hier jemand diesen Transformator kaputt gemacht hat, dann war er das. Was ist denn das mit diesen Raben hier? Was soll das denn? Das habe ich bisher noch nicht verstanden. The transformer should be close, but be careful. The catwalks are crawling with guards. Kannst du dich bitte vor ankündigen, wenn du kommst, Mensch? Zerstört den Transformator. In weniger als einer Minute. Oh. Ja. Los geht's hier. Eine Minute. Wo ist er denn? Oben oder unten? Oh, scheiße, ich wollte da oben. Nein, komm, komm! Ah,
Ich kann hochlaufen, okay. Wo ist denn jetzt dieser Transformer? Ach, jetzt läuft die Zeit erst. I thought I heard an alarm. Ja, da liegst du richtig. Ach was, nein, tatsächlich. Oh, ihr verarscht mich hier doch gerade. Warum bringt man mir denn diese Nachricht schon da vorne, Mann? Schleich dich in den Komplex. Von Schleichen kann hier keine Rede mehr sein. Ist das ärgerlich, ey. Ich hasse es, wenn das einfach nicht eindeutig ist. Wenn es schlichtweg irreführend ist, das ist scheiße. Ich möchte mir natürlich die Punkte holen. Diesmal möchte ich hier wenigstens das auf die Reihe kriegen. Na, etwas muss man auch im Leben zustande kriegen. Mit ihren riesen Leuchten natürlich. Oh, 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 oh. So far, so good. Das glaubst auch nur du. Das lasse ich mir nicht bieten. Kannst du vergessen. Hätten sie mir einen Checkpoint vorne geben können nach dem Mist. Meine sind. Okay. Jetzt ist die Frage, haben sie die Leuchten? Haben sie schon die großen Leuchten? Oder kriegen sie die erst, wenn die Lichter hier aus sind? Hüpf rüber! Sie haben sie noch nicht, okay. Dann hole ich mir die Typen hier erst. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Nein, du sollst den schnappen. So. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich glaube aber nicht bis nach da vorne. Ah, und die Zeit ist auch gleich schon wieder um. Das ist alles wunderbar, wunderbar. Ich bin entgeistert, begeistert, Leute. Entgeistert, begeistert. Also, ich hätte gedacht, da stelle ich mich diesmal deutlich besser an. Oh. Ja gut, wenn das so ist. Jetzt wird der mich da oben natürlich entdecken. Müsste ein wenig schneller schleichen können. Ist das ein Kamin? Dann möchte ich den doch in den Kamin. Glücklicherweise hat er die Leiche nicht gesehen. Ich bin mir jetzt gerade unschlüssig, ob der mich da unten sehen kann. Durch das Gatter hier. Nicht. So, ich hoffe, wir passen zwei rein. Nein, natürlich nicht. Genau. Kann ich die jetzt wenigstens noch auswählen? Nein, nein. Also den zweiten. Für den ist kein Platz. So, wir machen hier jetzt Schluss. Und ich hoffe, ihr hattet heute auch euren Spaß. Ich hatte meinen auf jeden Fall. Das lief echt hervorragend. Gut.
Ich sage bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Gaming durchgenudelt. Mark of the Ninja.